In diesem Video zeige ich dir, wie du dir Discord einrichten kannst. Discord ist auch eine App, ähnlich wie Skype, nur anscheinend zuverlässiger. Sehr viele arbeiten schon damit. Und wie das jetzt zum Einrichten und Installieren geht, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Okay, wenn du eben auf den Link geklickt hast, beziehungsweise der Link hier oben im Browser ist, dann befindest du dich auf dieser Oberfläche. Und dann hast du hier zwei Möglichkeiten, entweder hier Open Discord in your Browser oder Download for Windows. Ich gehe hier jetzt zuerst bei Download for Windows, klicke hier drauf. Dann wird das Ganze runtergeladen. Ich bin jetzt in Google Chrome Browser, warte bis das heruntergeladen ist. Dann gehe ich hier auf Show All, verkleinere das, ziehe das aufs Desktop. Und öffne hier mit einem Doppelklick diese App. So, das Ganze lädt jetzt. Dann sieht das Ganze hier so aus. Ich mache das größer auf die Bildschirmgröße. Dann hier die E-Mail-Adresse eintragen. Dann ein Passwort dazu. Dann hier auf Register, hier drauf. Dann kommt hier Create an Account, hier die E-Mail-Adresse eingeben. Dann einen Usernamen, mein Account, mal schauen, ob das frei ist. Ein Passwort dazu. I have read and agreed to terms of service and privacy policy. Okay, klick hier drauf. Continue. So, und hier jetzt der Unterschied, create a server, also wenn du selbst ein Konto eröffnen willst, und invite your friends, also hier kannst du deine Freunde einladen, und hier join a server, das heißt, wenn eine andere Gruppe ist und du wirst von denen eingeladen. Ich gehe hier jetzt auf create a server, enter a server name, da kannst du natürlich hernehmen, was du willst, ich nehme meinen Vornamen her, ganz einfach. Western Europe, das passt auch. Change Icon will ich auch nicht, passt mir auch und gehe hier jetzt auf Create. So und hier jetzt Share this link with others to grant access to this server. Das heißt, das hier ist jetzt mein Link, wenn ich diesen weiter verschicke. Ich gehe auf jeden Fall mal auf Copy, dann kann ich den weiterschicken und dann hat auch mein Partner meinen Account und kann sich dazu schalten zu meiner oder unserer Gruppe, wie auch immer. So, hier nochmal, set this link to never expire, das heißt, hier einen Haken rein, dann bist du eigentlich ständiges Mitglied. Okay, Link Settings, hier kann man das noch einmal, expire after, hier kann man noch einmal einstellen, bis wann das ablaufen soll, also ich bleibe hier auf never, dann maximum numbers of use, no limit, und hier generate a new link, okay, hier ist ein neuer Link, kopiere mit diesen, und jetzt schließe ich das Ganze. Und jetzt bin ich eigentlich auf meiner Oberfläche, ähnlich wie bei Skype, und kann hier jetzt eben noch einmal Invite People. Komme ich wieder auf diesen Link. So, hier nun Learn about Discord at your own pace by exploring the floating quest indicators. Also hier kannst du mehr über diese Inhalte erfahren. Dann Invite your friends to the server, klicken on your Share Button. Also hier kannst du Freunde einladen. Stay connected with your smartphone, also auch mit dem Smartphone ist es verknüpfbar. Und hier ist der Hilfe-Button, our help desk. Okay, dann hier draufklicken. Dann hier oben auf den Namen draufklicken. Dann hier nochmal Nitro Server Boost, Invite People, Server Settings, Create Channel. Hier kannst du deinen eigenen Kanal gründen. Create Category,
Notification Settings, Privacy Settings, Change Nickname and Hide Muted Channel. Das heißt, hier sind dann die ganzen Einstellungen. Dann hier ein Pluszeichen, dann kommt man wieder zurück. Dann hier Suchen. Hier kann man neue Communities finden auf Discord. Also alles Mögliche. Und ich gehe wieder zurück auf Home. So, und hier findet man dann auch noch andere Apps. Okay, das soll es kurz gewesen sein zu dieser Plattform. Den Link für diese Plattform findest du wie immer unter diesem Video. Hat dir das Video gefallen? Na dann, einfach einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ist auch nicht tragisch. Und wenn du immer am letzten Stand sein willst, dann abonniere einfach meinen YouTube-Kanal. Dann bist du immer up to date. Also viel Spaß und viel, viel Erfolg.